Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Quicktipp. In diesem Quicktipp soll es um das Modul Adaptive Milling gehen. Adaptive Milling ist ein Modul, mit dem wir versuchen, mit der maximal möglichen Schneidenauslastung des Werkzeugs zu arbeiten, um das Werkzeug nicht unnötig an geringen Stellen zu verschleißen. Wie es eben zum Beispiel bei Cavity Mill der Fall wäre, wenn ich eben, sagen wir mal, mit einer 3 mm Schnitttiefe arbeiten würde, hätte ich ja nur die 3 mm verschlissen, der Rest des Werkzeugs wäre unbenutzt. Des Weiteren ist diese Vorgehensweise sehr maschinenschonend, da die Kräfte eben nur noch radial auf das Werkzeug wirken und fast keine axialen Kräfte auftreten. Auch die Temperaturauslastung ist an dem Werkzeug oder die Temperaturverteilung ist an dem Werkzeug viel besser, als wenn ich nur mit der Spitze des Werkzeugs arbeite. Hier habe ich mal ein Bauteil. Das ist hier mit mehreren Taschen versehen. Das hat hier eine ordentliche Außenkontur drumherum, die wir noch wegfahren können. Hier sind Ausnehmungen drin in verschiedenen Tiefen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die Vorgehensweise. Ich habe erstmal das Workpiece definiert, ganz normal. Dies hier ist mein Rohteil, das ist mein Fertigteil, dies ist mein Rohteil. Dazu habe ich ein Werkzeug definiert, hier ein 20er Werkzeug mit einer 50er Schneidenlänge. Also 2,5 mal D lang, was ja nicht ungewöhnlich ist. So, dazu habe ich jetzt eine Adaptive Milling Operation gemacht. Hierbei bietet es sich jetzt natürlich an, nicht alle Zwischenebenen anzugeben. Bei Cavity Mill würde ich jetzt sagen, ich gehe hin auf automatisch und er wählt mir alle planaren Ebenen aus. Das will ich ja gerade nicht, weil er würde dann auch jetzt im Adaptive Milling von diesen Ebenen von oben nach unten bearbeiten. Ich möchte den umgekehrten Fall haben, ich möchte von der tiefsten zur flachsten Ebene hin arbeiten. Also gebe ich hier in den Schnittebenen Benutzer definiert. Hier habe ich meine oberste Fläche und hier unten ist meine unterste Fläche, wobei ich ihm gesagt habe, er soll hier unten diese Fläche nochmal mit 2 mm überschneiden, sodass ich eben unten komplett aus dem Teil raus bin. Maximale Schnitttiefe habe ich hier eingestellt auf 95% Schneidenlänge. Hat den Vorteil, wächst sich das Werkzeug und das hat eine andere Schneidenlänge, ändern sich auch die Schnitttiefen automatisch. Das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit beim Austausch der Werkzeuge. Was habe ich noch eingestellt? Wir bekommen hinzu bei den Bearbeitungsparametern hier eine adaptive Einstellung. Hier gibt es mehrere Sachen, die wir einstellen können. Zum einen, standardmäßig eingestellt ist es erstmal so. Also Säulenbearbeitung, wenn hier irgendwo Material ist, wo ich hier drumherum fahre, dann kann ich dieses Material wahlweise über ein adaptives Muster fortsetzen. Das sehen Sie hier an dem Vorschaufenster. Das heißt, er würde jetzt mit diesem adaptiven Muster dieses Material einfach wegfahren. Was den Nachteil hat, dass ja irgendwann in der Mitte was stehen bleibt, was sich vielleicht wegdrückt und dann irgendwann ping so durch die Gegend fliegt. Zweite Möglichkeit ist zu sagen, mit spiralförmiger Bewegung bearbeiten. Das heißt, es wird in Bezug auf den Werkzeugdurchmesser eine Säule erzeugt und dann von oben mit einer Spirale einfach weggestochen. Dann gibt es hier einen minimalen Krümmungsradius. Also ich muss ja mit dieser weichen Bewegung will ich ja erreichen, dass der mir nicht so hart in die Ecke reinfährt. Das heißt, ich muss einen Verrundungsradius haben. Hier kann ich jetzt eben eingeben, wie groß soll denn der minimalste Radius sein? Hier haben wir jetzt mal voreingestellt 5% des Werkzeugdurchmessers. Ich lasse das jetzt mal so eingestellt. Erzeuge mal die Operation. Und jetzt kommt eigentlich erwartungsgemäß die Operation eben nur an der Unterfläche raus. So, hier können wir das schön sehen. Hier werden also jetzt nur die Durchbruchgeometrien bearbeitet. Okay? Gut. Wenn wir jetzt die anderen Flächen hier dementsprechend noch bearbeiten wollen, habe ich hier noch eine Möglichkeit bei den Bearbeitungsparametern, dem System das klar zu machen
Und zwar gehe ich hier in die Bearbeitungsparameter rein und habe jetzt hier Bearbeitung von unten nach oben. Die steht noch auf Aus. Und hier kann ich jetzt sagen, er soll über die Zwischenebenen gehen. Und jetzt kann ich sagen, wie groß soll denn die minimale Schnitttiefe sein? Das heißt, ich brauche ja hier in den Bereichen eine geringere Schnitttiefe als hier außen. Hier haben wir gesagt, ich möchte hier 95% der Werkzeuglänge oder der Schneidenlänge benutzen. Hier möchte ich jetzt eben dementsprechend weniger und sage jetzt mal hier, ich möchte eine minimale Schnitttiefe von 20% der Schneidenlänge haben. Sagen okay. Das System rechnet wieder durch. Und dementsprechend fährt er jetzt die Ebenen von der untersten Ebene zur obersten Ebene hin. Sie sehen hier in den Bereichen, da fährt er hier erst außen rum, fährt hier dann in das Teil rein, fährt hier rum, fährt hier unten rein, fährt da oben rein, sodass er immer erst die tiefste Ebene bearbeitet und dann die nächst flachere. Das können wir uns auch mal in der 3D-Dynamik ansehen, dann sieht das so aus. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Und hier fährt er jetzt eben erst die durchgehende Tasche und fährt dann die anderen Stufen raus. So, hier sind noch ein paar Bereiche, der passt da nicht rein, weil das Werkzeug einfach mit dem minimalen Verrundungsradius einfach zu groß ist. Auch hier bleibt noch Restmaterial stehen, das muss dann eben mit einem anderen Werkzeug dementsprechend entfernt werden. Was noch ist, wir haben ja gesagt, wir wollen 10 mm mindestens Schnitttiefe haben. Hier ist nochmal ein Bereich, ich gehe mal hier raus, hier ist ein Bereich, der ist geringer als 10 mm, das heißt, den hat er jetzt nicht mitgefahren. Wenn ich den noch mitfahren will, dann kann ich ihm eben hier sagen, nicht hier, kann ich ihm eben sagen, in Bearbeitungsparametern, ich möchte hier eben nicht 20%, sondern vielleicht nur 15% haben und dann würde er diesen Bereich auch mit wegfahren. Wichtig bei dieser Bearbeitung ist eben, die Geometrie muss zu der Bearbeitung passen. Wenn Sie eben eine Geometrie haben, die nur aus sehr flachen Operationen, aus sehr flachen Geometrien besteht, macht natürlich diese Bearbeitung keinen Sinn. Und das muss man eben berücksichtigen. Ich muss diese Bearbeitung da einsetzen, wo es auch wirklich Sinn macht, wo ich wirklich tief reinfahren kann. So, wir haben noch einen zweiten Aspekt, den wir noch berücksichtigen wollen hier beim Bearbeiten. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, wir wollen die ebenen Flächen von unten nach oben bearbeiten. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe jetzt hier mehrere ebene Flächen und habe hier Kavitäten dran. Das heißt, hier ist ein Radius dran, diese Geschichte hier ist konisch, hier ist eine Schräge dran, hier sind Schrägen dran. Ich gehe wieder in die Operation rein. Ich habe hier ein 25er Werkzeug, weil das Teil etwas größer ist als das andere. Und dann gehe wieder in den Bearbeitungsparameter. Und hier gibt es nochmal einen Step-Up-Abstand. Der gibt jetzt an, wie groß sollen denn die Stufen werden an der Schrägen, die hier sind. Ich habe jetzt hier mal eingestellt, 2 mm Stufe möchte ich gerne haben und dann sieht das eben folgendermaßen aus. Hier macht er erst wieder den tiefsten Bereich. Arbeitet sich jetzt von unten nach oben hoch und macht dementsprechend die Zwischenebenen auch noch fertig. Und hier können Sie eben mit diesen Zwischenebenen-Einstellungen eben steuern, welche Ebenen soll er jetzt bearbeiten, welche Ebenen soll er jetzt nicht bearbeiten. Wenn ich eben sehr flache Ebenen habe, dann lasse ich die einfach raus. Die kann ich dann lieber mit einem anderen Werkzeug bearbeiten, was vielleicht dann nicht so belastet wird. So, wenn die Operation jetzt durch ist, dann schauen wir uns das eben einmal an. Das heißt, er fährt jetzt hier erstmal um das Material drumherum, bis er das,
die Kontur trifft, arbeitet sich dann zu der Kontur hin. Und fängt jetzt an, stufig von unten nach oben die Kontur zu bearbeiten. Und so haben wir jetzt eben eine schöne Grundlage für die Fertigbearbeitung. So als wenn wir jetzt im Prinzip mit Cavity Mill mit 2 mm Schnitttiefen von oben nach unten gearbeitet hätten. So sieht jetzt die Kontur an der Wand aus, aber wir haben eben das Werkzeug deutlich weniger belastet, als wenn wir jetzt so gefahren wären. Weil der Weg ja ungleich länger geworden wäre. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in das Bearbeiten mit dem adaptiven Fräsen geben. Sie wissen jetzt hier die Grundlagen. Sollten Sie tiefere Fragen haben, sollten Sie mehr wissen wollen, kommen Sie auch zu einer Schulung bei uns ins Haus oder wir kommen zu Ihnen ins Haus oder lassen Sie sich durch einen Consultant Ihrer Wahl beraten. Des Weiteren abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, abonnieren Sie unseren Newsletter, empfehlen Sie uns weiter und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder bei einem Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bis dann.